Bleibt zurück! Ich kenne euch nicht! Ihr gehört nicht zum dunklen Weg! Sie flüstert mir zu, sagt, ich müsse zurück zu Lord Farshall, weil ich ihm gehöre, aber das stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich muss erfahren, was passiert ist. Ich war jemand anderes, bevor ich in diesen Tempel kam. Ich hatte Macht. Ich war ein Sith. Aber sie sagt ständig, ich sei eine Schülerin. Nur eine Schülerin. Und ich hasse sie. Aber mein Hass macht mich nicht stark genug. Es besteht keine unmittelbare Gefahr mehr. Ich kam aus der Stadt in den Tempel. Ich erinnere mich an die Lichter der Zitadelle. Und dann hat sie alles verdrängt. Sie sagt, ihr Name sei Anyara. Sie sagt, wir dienen Farshall. Sie sagt, da draußen gibt es keine Stadt, nur Dschungel. Sagt mir, wer recht hat. Bin ich die Tempelschülerin Anyara oder lügt sie? Ist die Stadt draußen Wirklichkeit? Kars City ist Wirklichkeit. Dort stammt ihr her. In diesem Tempel ist alles verkehrt. Ich wusste es. Verflucht soll sie sein. Sie ist immer noch in meinem Kopf, aber jetzt... Sie ist meine Feindin. Und ich bin ein Sith. Ich kann und werde sie besiegen. Könnt ihr mir jetzt sagen, was hier los ist? Ich bin aus Kars City gekommen. Wie ihr auch. Aber der Tempel macht, dass man seltsame Gedanken hat. Man hält sich für jemand anderes. Ich bin keine Schülerin. Und dieser Arbeiter ist auch nicht Lord Farshall. Aber wir waren davon überzeugt. Wir spielten die Rollen. Wir hatten sogar die Macht. Waren eure Freunde hier ebenfalls besessen? Diese Leute waren Sklaven, Archäologen. Sie wurden alle aus der Stadt hergeschickt und alle standen unter Einfluss. Ich weiß nicht, wie lange mir mein Verstand noch gehört. Deshalb muss ich sofort hier weg. Macht euch auf den Weg und seht euch vor. Ihr solltet den Tempel lieber bald verlassen, bevor man euch auch noch Gedanken ins Hirn pflanzt. Mein Spionagenetz berichtet mir, dass ihr meine Feinde zermürbt und die verlangten Symbole der Macht gefunden habt. Hier, viel Spaß damit. Auch ich war fleißig. Hier sind die Daten, die meine Diener sammelten, bevor der Tempel sie veränderte. Soll das Imperium daraus machen, was es will? Ich hoffe, ich muss mir euer Gesicht nie wieder ansehen. Da fällt mir ein, es gibt noch eine letzte winzige Sache, die ihr für mich tun könnt. Macht ist ohne Untertanen schließlich wertlos. Ich wäre euch also dankbar, wenn ihr den Imperialen bei der Abgabe der Daten raten könntet, weitere Expeditionen zu schicken. Das klingt vernünftig. Ja, ich denke, ich habe meine Berufung endlich gefunden. Ich versichere euch, meine Dankbarkeit wird groß sein, wenn ihr mir mehr Sklaven als Anhänger schickt. Es war dumm von euch, hierher zurückzukehren. Oh, das sieht mal wieder nach einem Kampf aus. Die Sachen, die ihr meinen Schergen abgenommen habt, gehören mir. Mit ihnen kann ich Rache an Lord Farshall üben. Ich bin Lord Vakuus, der Eroberer von Beggaren, Bezwinger von Garatak dem Versenkten. Gebt zurück, was ihr gestohlen habt, oder geht in Flammen auf. Ihr seht gar nicht aus wie ein Sith. Vielleicht schärft der Tod ja euren Blick. Das war harte Arbeit. Ah, die einzige Macht, die stärker ist als der Tempel. Hattet ihr Glück mit den Daten? Hier sind eure Daten, wie versprochen. Ihr habt es geschafft. Ich gestehe, ich hatte nicht damit gerechnet. Was für eine Erleichterung. Jetzt brauchen wir keine Expeditionen mehr hineinzuschicken und Sklaven zu verschwenden, die Denkmäler für das Imperium bauen sollten. Sklaven sollten sowieso keine Daten sammeln. Meine Vorgesetzten könnten das anders sehen. Doch ich teile eure Meinung. Jedenfalls würde ich sagen, unser Geschäft ist hiermit beendet. Lebt wohl. Und danke für die Daten. Man wird euren Dienst am Imperium nicht vergessen. Ihr seid zurück. Und die Kammern der Alten sind hoffentlich versiegelt. Besonders die von Kelet-Ur. Ich darf gar nicht daran denken, was passieren würde, wenn Kelet-Ur mit seinen wahnsinnigen Ideen wieder auftauchte. Ich denke, man sollte seine Geheimnisse untersuchen.
Was? Was ist das? Wie konntet ihr? Ich will damit nichts zu tun haben. Zerstört es, vergrabt es, sperrt es weg. Ich rieche Angst. Ihr versteht das nicht. Im Lauf der Geschichte hat das Licht immer versucht, die Dunkelheit zu zerstören. Der Imperator tat recht daran, Kelet-Ur für seine Ketzerei zu töten. Friede, Gelassenheit. Diese Worte unterdrücken die Emotionen, die uns antreiben. Wäre es nicht klug von uns, die Lehren des Feindes zu kennen? Nein, das ist nicht... Ach so, ja, ich verstehe jetzt, was ihr meint. Gut, ich werde die Lehren von Kelet-Ur studieren, auf dass die Dunkelheit das Licht besiegen möge. Und jetzt geht bitte. Der Tempel ist gesichert und ich muss diese Lehren in meine Gemächer bringen und dort sicher verwahren. Als ich dich in den Tempel der dunklen Seite geschickt habe, den Brecher zu holen, dachte ich, ich hätte dich zum letzten Mal gesehen, mein Schüler. Der Gefangene wird immer schwächer. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Tritt zurück und sieh zu. Ihr verschwendet... eure Zeit. Ich werde nicht. Ja, der Brecher hat seinen Geist gewonnen. Ausgezeichnet. In seinem Zustand bleibt nicht viel Zeit, bis die Qual sein Hirn zum Schmelzen bringt. Vielleicht hält er länger durch, wenn ihr den Schmerz reduziert. Der Schmerz treibt das Gerät weiter an. Republikanischer Wurm, du hast die Information, die ich verlange. Sag mir alles! Ich bin vom Informationsdienst der Republik auf spezieller Mission, um einen möglichen imperialen Spion auf Nar Shaddaa zu enttarnen. Im Dienste des Jedi-Rates auf einen Verdacht... von Meister Nomen Karin. Nomen Karin, das ist ein Name, den ich nicht mehr hören kann. Ich nehme an, einer eurer Feinde. Mein längster und verhasstester Feind. Eine alte Wunde, die nicht aufhört zu eitern. Nomen Karin ist ein Jedi-Meister, der die Sith infiltriert hat. Ich konnte ihn stellen, doch er tötete mich beinahe und floh. Er will unbedingt beweisen, dass die Sith Spione in den Rängen der Republik und der Jedi haben. Ich konnte ihn stets abwehren, doch er ist hartnäckig. Wie konnte Nomen Karr meinen Spion auf Nar Shaddaa vermuten? Sag es mir, republikanischer Wurm. Was hat ihn alarmiert? Meister Nomen Karr hat einen neuen Padawan. Sie scheint das Wesen aller Lebewesen zu erkennen. Sie spürt versteckte Dunkelheit und ungenutzte Reinheit. Erstaunlich. Ich habe nie gehört, dass die Macht diese Gabe verleiht. Sag mir, wie ihre Kraft funktioniert. Ich weiß nur, als Meister Nomen Karr sie nach Nar Shaddaa gebracht hat, spürte sie Dunkelheit in eurem Spion, als sie ihn bloß angesehen hat. Was ist ein Padawan? So nennen die Jedi ihre Schüler. Es bedeutet, dass sie noch kein Jedi ist. Wenn diese junge Padawan-Schülerin Täuschung und Tarnung so leicht durchschauen kann, bedroht sie alles, wofür ich gearbeitet habe. Rede weiter, republikanischer Hund! Karl glaubt, dass die Fähigkeit seines Padawan unfehlbar ist. Doch der Jedi-Rat ist skeptisch. Ich sollte den Beweis liefern, doch ich konnte keinen Bericht erstatten. Noch ist kein Schaden angerichtet. Vielleicht noch nicht. Doch wir dürfen diese mögliche Untergangswaffe nicht in der Galaxis umherstreifen lassen. Wer ist diese Padawan-Schülerin, du republikanische Pest? Sag mir alles, was du über sie weißt.
Man fand sie auf Alderaan. Ihre Kraft trat während der Ausbildung auf Tatooine in Erscheinung. Und Jedi haben einen anderen Agenten geschickt, um jemanden auf Balmorra zu untersuchen. Er wird ohnmächtig. Ist sie menschlich oder ein Fremdling der Jedi? Wo kann ich sie finden? Wie heißt sie? Ich habe nichts mehr. Der Brecher hat seinen Geist geleert. Mehr erhalten wir nicht. Nur ein paar zufällige Orte der Galaxis, an denen Nomen Kar und seine Padawan-Schülerin waren. Bestenfalls vage Einzelheiten. Auf uns wartet Arbeit. Du bist ein Spiegelbild meiner Gedanken, mein Schüler. Nomen Kar ist ein rastloser Kreuzritter. Und diese Padawan-Schülerin mit ihren einmaligen Fähigkeiten bedroht alles, was ich erreicht habe. Deine Pflichten bringen dich wahrscheinlich in die entfernten Teile der Galaxis. Ich muss dich nach meinem Willen einsetzen. Du sollst ein eigenes Raumschiff erhalten. Du hast es dir verdient. Geh zu meinem privaten Hangar im Raumhafen und nimm es entgegen. Und ob ich es mir verdient habe, das ist lange überfällig, Barras. Ich bin es, der den Zeitpunkt solcher Sachen bestimmt. Ich muss über unseren nächsten Schritt nachdenken. Verschwende keine Zeit. Geh zu deinem Raumschiff in meinem Hangar und warte auf weitere Befehle. Ja, lasst uns verschwinden, bevor er mir noch sagt, ich soll hier sauber machen. Wow, seht euch das an. Das nenne ich stilvoll. Schönes Schiff. Wollt ihr Drummond Kars verlassen? Habt ihr etwas dagegen einzuwenden? Aber nein, ich wollte euch nur etwas zum Abschied schenken. Servanta Gratan schickt mich, um euch ein Zeichen ihrer Wertschätzung zu geben, für alles, was ihr für sie getan habt. Es wird euer Schiff deutlich verbessern. Schickt sie immer einen Sith, um ihre Geschenke zu überbringen? Sehr schlau. Nein, das ist nicht die übliche Vorgehensweise. Ich bin im Auftrag ihres Gatten Lord Gratan hier, der ein eigenes Geschenk an euch hat. Er sagt, ihr wüsstet zu viel. Selvanta müsste mal wieder Hausputz machen. Seid ihr verrückt? Lady Gratan hat in ihrem Haushalt nichts zu sagen. Ich diene nur Lord Gratan. Ich habe schon alle Arten von Wesen in der Galaxis getötet. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ich nehme an, du bist mit dem Raumschiff zufrieden? Ich habe bessere gesehen. Wenn du Besseres willst, wirst du lernen, Dankbarkeit zu zeigen. Es gibt viel zu tun. Meine Interessen müssen gewahrt und meine Feinde vernichtet werden. Nomen Kars Bemühungen, meine Spione zu entlarven und dem Jedi-Rat die Macht seines Padawans zu beweisen, müssen scheitern. Du wirst voll und ganz in dieser Aufgabe aufgehen. Wo soll ich beginnen? Die Informationen, die wir von diesem republikanischen Agenten erhalten haben, werden uns leiten. Wir wissen, dass unser Spion auf Nar Shaddaa überwacht wurde. Wir wissen, wo diese Padawan-Schülerin gefunden wurde, wo sie ausgebildet wurde und dass die Jedi jemanden geschickt haben, um meinen Spion auf Balmorra zu entlarven. Der Padawan muss aufgespürt und vernichtet werden. Aber zuerst musst du mein Netzwerk schützen, indem du meine Spione auf Balmorra und Nar Shaddaa zum Schweigen bringst. Warum ruft ihr eure Spione nicht einfach zurück? Ihr Verschwinden würde Verdacht erregen und die Anschuldigung der Padawan-Schülerin untermauern. Meine Spione müssen sterben. Meine Kontakte auf Balmorra und Nar Shaddaa werden wissen, was zu tun ist. Deine Aufgaben sind von höchster Bedeutung, mein Schüler. Sei grausam. Sei zornig.
sei tödlich. Hier spricht das Vaiken Raumdock. Empfang über sicheren Kanal. Gut, ihr seid wenige. Aber das muss genügen. Die Hämmerstation ist eine gepanzerte Festung, die im Krieg von der Republik errichtet wurde. Ihre Hauptwaffe war eine Gravitationskanone, die Asteroiden in Planeten schleudern sollte. Der republikanische Senat hat sie stillgelegt, bevor sie zum Einsatz kam, aus Angst. Sie würde unkontrollierbaren Schaden anrichten. Aber jetzt ist die Kampfstation wieder aufgetaucht. In eurer Nachricht erwähntet ihr die Atvosek-Hegemonie. Die Hämmerstation gehört nun Ihnen? Kurz gefasst, ja. Die Atvosek-Hegemonie ist eine kleine galaktische Macht, die auf fremdenfeindlichem Expansionismus basiert. Die Atvosek selbst haben uns bis jetzt noch nie Schwierigkeiten bereitet. Aber irgendwie sind sie in den Besitz der Hämmerstation gelangt und haben damit begonnen, unbeteiligte Systeme in der Nähe unserer Grenzen zu erobern. Die Galaxis ist ein grausamer Ort. Das Schicksal der Eroberten interessiert mich nicht. Die Atvosek-Hegemonie glaubt, dass wir nur, weil wir uns mit der Republik im Frieden befinden, Angriffshandlungen anderer Nationen auch ignorieren würden. Aber ihre Eroberungen stehen rechtmäßig uns zu. Ihr werdet ihnen ihren Fehler verdeutlichen, indem ihr die Hämmerstation entert und zerstört. Endlich kann ich Krieg führen. Es wird weitere Gelegenheiten dazu geben. Da wäre noch eine Angelegenheit, wenn ihr an Bord seid. Ich möchte wissen, wie sie an die Hämmerstation gekommen sind und ob die Republik etwas damit zu tun hatte. Aber lasst euch davon nicht ablenken. Die Station hat eine Besatzung von 10.000 Atvosek und sie werden sich gegen euch zur Wehr setzen. Willkommen auf Balmora, mein Sith Lord. Hoffentlich mögt ihr zerbombte Drecklöcher. Captain Rigel, Imperiales Gebietssicherungskorps. Wenn das Imperium eine Invasion startet, sind wir die Leute, die alles klar machen. Ich gehe mal davon aus, ihr wisst schon von der Lage hier auf Balmora. Soweit ich weiß, findet hier eine Schlacht statt. Wenn man einen Haufen Leichen als Schlacht bezeichnen kann, ja. Während des letzten Krieges ist das Imperium auf Balmora eingedrungen. Aber seitdem stecken wir bloß im Schlamm fest. Der Widerstand glaubt, er kann das Imperium von Balmora vertreiben. Wir sind hier, um das Gegenteil zu beweisen. Wie könnt ihr hoffen, Erfolg zu haben, wenn selbst die imperiale Armee nichts erreicht hat? Wir gehören auch zur Armee. Aber die anderen Soldaten können nicht so spezielle Missionen durchführen wie wir. Die balmoranische Exilregierung bereitet uns unter der Führung von Verteidigungsminister Vol Argen große Schwierigkeiten. Sie unterstützt den Widerstand. Der Minister ist nicht auf dem Planeten. Aber wenn wir seine Verbündeten brechen, brechen wir auch ihn. Und wenn wir ihn brechen, haben wir auch den Widerstand gebrochen. Was ist mit dem Rest der balmoranischen Exilregierung? Vol Argen ist der einzige von ihnen, der Militärerfahrung besitzt. Und er ist am lautstärksten. Wenn wir seine Machtbasis zerstören und ihn dann vernichten, wird kein anderer den Mumm haben, sich uns zu widersetzen. Deshalb muss es ein Kahlschlag sein. Haben wir die Ehre, eure Unterstützung zu gewinnen? Ich werde es mir irgendwann ansehen. Mein Stellvertreter, Lieutenant Davril, wartet in Sobrik, um euch die erste Mission des Einsatzes zu erklären, falls ihr euch dazu entscheidet. Er hat einen Plan, um den balmoranischen Widerstand in die Luft zu jagen. Ich denke, er wird euch gefallen. Hey, ihr da, habt ihr einen Moment? Oh, ihr seid einer von diesen Sith Lords. Ich hab noch nie einen von denen getroffen. Muss ich mich verbeugen oder so? Ich wette, ihr könntet mich zu der Person bringen, die hier das Sagen hat. Wieso sollte das Imperium irgendein Interesse an einem Wurm wie euch haben? Ich bin ein Mitglied des Widerstands. War ich zumindest. Der Widerstand ist tot. Das wissen wir, seit ihr unsere eigenen Droiden gegen uns eingesetzt habt. Ich will nur heil aus dieser Sache rauskommen. Ich habe Informationen, genau hier, wo die Rebellen sind und worauf sie es abgesehen haben. Stellt mich den Oberbossen vor, dann verkaufe ich ihnen den Rest für einen Unterschlupf jenseits dieses Planeten.
Vielleicht wäre das Oberkommando tatsächlich interessiert. Darauf könnt ihr wetten. Im Widerstand passiert nichts, ohne dass Griffin Remus davon weiß. Ich glaube, Lieutenant Trishoda kümmert sich um Überläufer. Aber er wurde ein paar Mal angegriffen, also sammelt er keine Leute mehr auf der Straße ein. Wenn ihr ihn überzeugen könnt, dass ich etwas Brauchbares für ihn habe, lässt er sicher einen Finderlohn springen. Ich habe schon viel von euren herausragenden Leistungen gehört. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr einem gelegentlichen Geheimauftrag nicht abgeneigt seid? Einer unserer Offiziere hatte gerade eine unerfreuliche Auseinandersetzung mit einem geschätzten Gesandten und wir müssen die Folgen korrigieren. Mit Folgen korrigieren kenne ich mich aus. Das habe ich gehört. Dieser Offizier hat sich kürzlich mit einem unserer Chiss-Gesandten gestritten. Der Gesandte hat den Streit nicht überlebt. Die Chiss haben uns hier und anderswo im Krieg wichtige Geheiminformationen geliefert. Die Beziehungen zu belasten wäre nicht sehr vorteilhaft. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Leute vor unseren Verbündeten schwach dastehen. Ganz meine Meinung, mein Sith Lord. Wir haben eine Sicherheitsaufzeichnung gefälscht, die es so aussehen lässt, als ob balmoranische Rebellen den Gesandten angegriffen haben. Jemand ohne direkte Verbindung zu diesem Offizier muss in den Raum gehen, in dem der Mord geschehen ist, und die Aufzeichnung in die Sicherheitskameras einspeisen. Mit ein bisschen Glück können wir die Leute so gegen die Rebellen aufhetzen. Ein hervorragender Plan. Der Gesandte wurde im Hinterzimmer einer Kantine getötet. Ich gebe euch die Koordinaten. Sagt unserem Mann an der Tür einfach, dass ihr für Breerden arbeitet. Dann lässt er euch durch. Sir, es tut mir leid. Ich habe getan, was ich konnte. Wenn das alles war, was ihr konntet, Corporal, dann habe ich keine Verwendung für euch und kann euch guten Gewissens erschießen. Nein, Sir! Dann konzentriert euch, Jillins. Wegtreten. Bitte entschuldigt die Verzögerung. Ich bin Lieutenant Malavai Quinn. Ich bin euer Verbindungsmann hier auf Balmora. Darth Barras hält euch für einen fähigen Mann. Hoffentlich irrt er sich nicht. Ich werde sein Vertrauen nicht enttäuschen. Lord Barras wird euch persönlich instruieren. Aber ich soll euch zuerst mit der allgemeinen Lage hier auf Balmora vertraut machen. Ich finde schon selbst raus, was auf Balmora los ist. Kommt bitte zum Punkt. Selbstverständlich. Das Imperium hat zwar im Krieg der Republik die Kontrolle über Balmora entrissen, aber wir haben sie nie ganz vertreiben können. Es gibt eine ziemlich große Widerstandsbewegung. Niemand will es zugeben, aber sie wird offensichtlich von der Republik unterstützt. Eure kleinen Probleme vor Ort sind mir egal. Natürlich ist eure Arbeit hier von weit größerer Bedeutung. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Ich habe eine sichere Verbindung mit Lord Barras. Ich stelle ihn sofort durch. Ah, wie ich sehe, habt ihr meinen Schüler getroffen. Sehr gut, Lieutenant. Geht jetzt. Quinn verdankt mir seine Karriere. Aber die Einzelheiten deiner Mission bleiben besser unter uns. Wir müssen schnell handeln. Nomen Kars Padawan hat die Aufmerksamkeit der Jedi auf meinen Geheimagenten in Balmora gelenkt. Du erinnerst dich? Natürlich. Ich vergesse nie etwas. Gut, dann komme ich jetzt zum Wesentlichen. Mein Spion ist Commander Rylon vom republikanischen Widerstand. Er dient als zentrale Anlaufstelle für alle Agenten in diesem Sektor. Leider wird Quinn von einer Ermittlerin überwacht, die die Jedi entsandt haben. Das bedeutet, wir müssen deine Spuren verdecken, bis du Rylon tötest. Zuerst musst du alle Beweise dafür vernichten, dass Rylon während des Krieges Balmoras Verteidigungssysteme sabotiert hat. Dazu musst du in den Satellitenkontrollturm einbrechen. Laut Quinn ist er eine wahre Todesfalle voller mechanischer Sicherheitsvorrichtungen. Warum kann das nicht der Lieutenant machen? Zweifel nicht an mir. Wenn ich glauben würde, dass Imperiale das handhaben könnten, würde ich dich nicht damit belästigen. Diese Aufgabe hat höchste Priorität. Die Jedi-Ermittlerin könnte jederzeit auf die Beweise stoßen. Quinn hat alles, was du brauchst. Ich rufe ihn her. Und denk daran, die Hintergründe deines Auftrags gehen ihn nichts an. Ich melde mich wieder. Mein Sith Lord, ich habe alles vorbereitet, was ihr für euren Angriff auf den Satellitenkontrollturm benötigt. Bringt einen Sprengsatz an der Basis des Hauptcomputers an und zündet ihn. Danach kontaktiert mich und ich lasse ihn detonieren.
Mein Sith Lord, die Kunde eures Talents eilt euch voraus. Ich bin geehrt. Ihr seid euch sicherlich der Situation bewusst. Die Exilregierung, der Widerstand, allesamt Feiglinge. Wenn ihr erlaubt, werden wir sie in ihren Verstecken begraben. Was genau ist meine Aufgabe? Die alte Regierung sendet Generatoren an den Widerstand, um deren Artillerie mit Energie zu versorgen. Der Widerstand hat Balmoras übelste Mörder für ein bisschen Wachdienst als Gegenleistung begnadigt. Phase 1 von Operation Umschwung ist die Zerstörung dieser Generatoren und die Eliminierung der Mörder. Seid ihr dabei? Ich habe mich zum Dienst für das Imperium verpflichtet und ich werde diese Verpflichtung erfüllen. So wie ihr aussieht, meint ihr das ernst? Die Generatoren befinden sich im Nibray-Lagerhaus. Wenn ihr sie in Stücke sprengen könnt, zeigt ihr damit dem balmoranischen Widerstand, dass es mehr braucht als kaltblütige Mörder, um das Imperium aufzuhalten. Seid ihr der Offizier, der sich um Deserteure kümmert? Mein Sith Lord, eure Gegenwart ehrt meinen kleinen Posten. Ich bin Lieutenant Trishoda. Das Oberkommando hat mich damit beauftragt, herauszufinden, wie diese Rebellen denken. So geschmacklos das auch sein mag. Habt ihr einen Kandidaten gefunden? Jemand, der für das Imperium wertvoll genug wäre, um ihn zu rekrutieren, statt ihn gefangen zu nehmen? Ein Mann namens Griffin Remus. Er scheint die Rebellen gut zu kennen. Wir sollten mit ihm zusammenarbeiten. Zeigt mir, was ihr über ihn habt. Wir könnten einen Maulwurf gebrauchen. Danke, mein Sith Lord. Vergebt mir die armselige Bezahlung für eure Dienste. Wir haben einen, Standardtarif. Ich arbeite für Breadin. Ich habe mich um eure Vertuschungsaktion gekümmert. Alle werden der Meinung sein, dass die Rebellen den Schiss getötet haben. Hervorragend. Und ich habe nichts davon gehört, was noch besser ist. Bitte nehmt diese Bezahlung entgegen. Für eure Dienste und eure Diskretion.